Herzlich willkommen zu unserem Ermutiger am Freitag, dem 2. Juli. Ich vertrete heute die Marion, die im wohlverdienten Urlaub ist und freue mich, dass Sie alle wieder da sind und dass ihr alle wieder da seid. Die Losung zum heutigen Tag steht in Jesaja 40, Vers 15. Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Der Lehrtext dazu steht in Offenbarung Kapitel 21, Vers 3. Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, ich gestehe es, ich mag diese Selbstdarstellungen Gottes in der Bibel. Gestern im Ermutiger, da habe ich erzählt, wie mich eins dieser Worte in jungen Jahren besonders angesprochen und im Glauben gefestigt hat. Und auch Jesaja 40, aus dem unser heutiger Losungsvers stammt, der hat mir echt oft Trost und Zuversicht gegeben. In Jesaja 40, Vers 12, da finden wir einen schönen Auftakt zu so einer Art Selbstoffenbarung Gottes. Das beginnt dann so: Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne? Ich habe diese Worte geliebt als Jugendliche und auch später als junge Erwachsene. Ich habe die immer wieder gerne gehört und gelesen. Wer fasst den Staub mit dem Maß und wer wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Jede Zeit hat ja ihre eigenen Herausforderungen für den persönlichen Glaubensweg. Mein Weg mit Gott, der begann ungefähr so im Alter mit 11 oder 12 Jahren. Das war in den Jahren 1981-82. In der DDR, in der ich aufgewachsen bin, da hatte ich also dann neben den familiären Problemen und neben den allgemeinen Herausforderungen, die das Leben halt so mit sich bringt, eine weitere große Herausforderung zu bewältigen, am Glauben festzuhalten und Glauben zu leben in einer absolut glaubensfeindlichen Welt. Glaubensfeindlich, das hieß damals nicht lediglich, dass die Gleichaltrigen oder die Familie vielleicht sagt, naja, lass mich bloß in Ruhe mit der Bibel und der Kirche, du spinnst ja völlig. Das war nur noch obendrauf, dann das, wie man heute so schön sagt, das Topping. Glaubensfeindlich, das bedeutete damals gesellschaftlich, öffentlich propagierter Atheismus. Auf allen Kanälen kam das, war das zu hören, es gibt keinen Gott, Punkt, fertig, aus. Und in der Schule durfte ich mir öfters Dinge anhören, weil das wurde ja dann bekannt, wie auch immer die Leute das dann da rausbekommen haben, die Lehrer, dass man in die Christenlehre geht und in die Kirche, die haben sie jedenfalls gewusst. Und dann wurde einem gesagt, wir leben in einem Arbeiter- und Bauernstaat, da ist kein Platz für solche Ideologien. Wie der Glaube an Gott in so einer glaubensfeindlichen Umgebung trotzdem entstehen und wachsen konnte, das ist für mich bis heute ein Wunder. Aber es ist passiert und es passiert nicht nur damals, in der DDR oder in anderen sozialistischen Ländern, sondern es passiert auch heute noch in Ländern wie Nordkorea oder China und in vielen anderen Ländern und Völkern, wo der Glaube an Jesus Christus schwierig, wenn nicht sogar auch lebensgefährlich ist. Und wenn ich Berichte höre aus solchen Ländern, wie Menschen trotz aller Widerstände zum Glauben kommen, dann kann ich echt nur staunen über die Allmacht und über die Liebe unseres Gottes. Fakt ist, Gott lässt sich weder eingrenzen, noch einmauern oder für tot erklären. Er ist lebendig, gestern, heute und für immer. Persönlich durfte ich aus den Worten Gottes viel Kraft schöpfen. Und heute noch, wenn ich zurückschaue auf diese Zeit, dann bin ich sehr dankbar dafür, dass wir in Ostdeutschland, in der DDR, trotz allem die Bibel lesen durften. Sie wurde verlegt und im Land auch gedruckt. Denn das war so, trotz aller Schikanen und Widerstände, die wir erlebt haben als Christen, war das anders als in anderen Ländern. Da war der Besitz einer Bibel durchaus bedrohlich bis lebensgefährlich. Für mich war also in der frühesten Jugend schon die Bibel ein echter Schatz. Und wie waren mir diese Worte ein Trost, in denen Gott von sich selbst erzählt? Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Wer kann sich denn mit mir vergleichen, sagt Gott. Schaut mich an, wie groß ich bin. Die Völker der Erde, so mächtig sie sich auch gebärden mögen, vor mir sind sie klein. Sie sind wie ein Tropfen am Eimer und wie Sandkörner auf der Waage. Das sind gute Worte, die an Aussage und an Trostkraft bis heute nichts verloren haben. Und gerade heute brauchen wir sie sehr dringend, wo vor unseren Augen die Nationen und die Völker gefühlt mehr denn je miteinander im Krieg sind, wo Regierende ihre Macht missbrauchen und ganze Länder ins Unglück führen und wo Ungerechtigkeiten echt zum Himmel schreien.
und wir oftmals nur ohnmächtig zuschauen können. Wenn Gott von sich spricht und wenn wir ihm wirklich zuhören, dann bekommen die Dinge auf der Erde das richtige Maß. Die ganze Welt liegt im Argen. Das ist eine biblische Feststellung, die schon ca. 1900 Jahre alt ist und steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Und gleich danach sagt Johannes so schön: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und das, finde ich, ist uns heute ein herrlicher Trost und eine große Ermutigung. Gott ist nicht am Ende, auch wenn uns das manchmal so vorkommt. Auch heute dürfen wir, so wie ich damals, aus diesen Gottesworten Kraft schöpfen und Zuversicht gewinnen. Denn Gott ist nicht am Ende. Und Gott hat gute Pläne mit den Menschen aus allen Völkern. Er hat gute Pläne mit Ihnen, mit dir und mit mir. Wir wollen ihn preisen mit dem Lied Du bist der Schöpfer des Universums. Das ist die Nummer 24 aus Neue Lieder Plus. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr über alle Herren. Du bist der Anfang und auch das Ende. Du bist der Gott, der die Herzen kennt. Du bist der Hirte, der seine Schafe beim Namen nennt. Du hast Worte des ewigen Lebens und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst. Du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt. Du bist der Retter in großer Not. Du bist der Vater, der seine Kinder nie verlässt. Du hast Worte des ewigen Lebens und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst. Du hast Worte des ewigen Lebens und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst. Unser Gott, du bist der Herr, der die Himmel und die Erde geschaffen hat und der die Weltgeschichte in seinen Händen hält. Manchmal, Herr, denken wir, alles gerät außer Kontrolle. Und heute suchen wir ganz neu Zuflucht bei dir, bei dem einen Gott, der alles in seinen guten Händen hält. Du verlierst nie den Überblick und du schaust das Kleine und das Große an, Herr. Das ist ein großer Trost für uns. Im Vertrauen beten wir als deine Kinder zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr, der die ganze Welt in seinen Händen hält, der wende sich dir freundlich zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.